Ich bin sowas von bereit für dieses Video. Ironie. Warum? Weil ich schon gesehen habe, welchen Titel ich mir heute geben werde und ich weiß schon. Das wird bestimmt super toll. Yay! Die Tiermutti hier auf YouTube reagiert auf Videos, die unheimlich super geil sind und die so viel Lust auf mehr Videos machen. Oft vorgeschlagen, deswegen mache ich das jetzt. Und zwar geht es wieder um Trumtrum. Ich werde nicht Folgendes so viel zeigen, weil die mich sonst sperren, weil die haben mich schon auf dem Kicker, das wollte ich nochmal sagen. Aber hier geht es halt darum, dass sie geilen Tier-Content machen, den wir alle so lieben. Und ja, ich werde ein Undercover-Video machen, aber ich weiß nicht, wann ich das umsetzen kann von der Zeit her. Aber ich habe eure Kommentare gelesen. Super geil, wenn ihr kommentiert, wenn YouTube das hier zulässt. Und ich würde sagen, fangen wir an. Freue mich auch über weitere Kommentare und toi, 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 was ich mir hier wieder gebe, weil ich werde mich so über das Video hier freuen. Ja! Mittagspause. Oh, ich habe auch etwas. Ein Hotdog. Ein Dackel! Das darf meine Freundin nicht sehen. Die liebt Dackel. Sie hat auch rein. Die ist aber noch in Mexiko und ja, die ist einfach ein Dackel-Fanatiker. Miss Smith bereitet sich auf den Unterricht vor. Oh, Megan. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese gespielten Videos. Was hast du da? Oh nein, wir sind erwischt worden. Ah, wir sehen alle aus, als wären wir 12. Gewollt. Natürlich. Geometrie und Geografie verwechselt? Naja, was soll's. Setz dich. Diese Schüler, ständig verwechseln sie die Fächer. Meine beste Freundin ist übrigens Lehrerin und ich weiß so viele Insider von Lehrerin sein und so weiter. Und das wollte ich hier nur nochmal anmerken. Also, falls mich Schüler gucken, ich weiß, was bei euch so abgeht. Ich kriege immer voll viele Infos. Und ich sage jetzt nicht, an welcher Schule sie ist, weil sonst, ja, aber ich wollte es nochmal anmerken. Oh, Sally, hi. Die hat einfach mein Snoopy-Shirt. Oh, mir gehen jetzt schon diese ganzen Soundeffekte tierisch auf den Geist. Sieh dir doch das niedliche Gesicht an. Was mache ich eigentlich hier? Ich möchte hier raus. Ich möchte eigentlich woanders hin. Warum bin ich überhaupt hier? Es ist voll niedlich, voll toll, voll super, ja, ja. Und das weiche Fell. Ich will ihn für immer streicheln. Ohne Witz, das stimmt wirklich. Chinchilla haben so unglaublich weiches Fell. Ich hatte mal von einer, das habe ich schon oft gesagt, von einer ehemaligen Ausbildungskollegin, die hatte zwei Chinchilla. Und glaub mir, die waren so kuschelig weich. Das kann man gar nicht mit einem anderen Tier vergleichen, wenn man die einmal angefasst hat. Wirklich mega. Sieht komisch aus. Megan merkt sofort, dass sie was versteckt. Und ich war darauf nicht vorbereitet. Ist da einfach mal eine Schnecke. Entschuldigt. Ich bin übrigens sehr rot wegen dem Licht, Ringlicht hinten. Die Schnecke da einfach guckt, Entschuldigung. Ist eine Achatschnecke oder wie die heißen? Entschuldigt, natürlich ist das nicht richtig. Ich weiß auch gar nicht, ob die sich da wohlfühlt auf den Haaren und. Weiter. Das Meisterwerk an. Sieht es nicht toll aus? Wenn die da jetzt kein Laserschwert rausholt oder irgendwie was. Schau mal lieber hier rein. Oh nein, da drin bewegt sich etwas. Es ist eine Schlange. Oh Martin, du Martin Affe. Aus. Du bist mein süßer kleiner Snake. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Zu diesem Mist. Ich kann dazu keinen Kommentar abgeben, weil es geht einfach nicht. Da kommt eine schwangere Schülerin. Oh! Eine schwangere Schülerin. Megan, herzlichen Glückwunsch. Das ist auch die Reaktion jeder Lehrerin da drauf. Ja, Megan, wer ist denn der Vater überhaupt? Der Martin ist voll der Checker, ey. Ich hasse diese Gläser. Und wirklich, ohne Witz, meine Mutter wollte mir damals... Mein Gott, die Hunde gingen gerade total im Garten ab. Ich höre gerade voll der Fight. Die Nachbarshunde haben Besuch, deswegen meine ist hier drin. Wollte mir ursprünglich einen Goldfisch kaufen, als ich damals noch Tiere haben wollte. Und ich war sehr jung und wir durften angeblich nicht bei uns Haustiere haben in der Wohnung. Und dann... Naja, dann hat sie gesagt, ja, dann hole ich dir einen Goldfisch. Und dann ist sie auch in den Zoohandel gegangen und hätte sich fast ein Goldfischglas geholt. Ich weiß nicht mehr, warum sie es damals nicht gemacht hat. Und ich war da auch, glaube ich, 7 oder 8 oder keine Ahnung. Aber ja, das ist natürlich Quälerei. Sehr schön finde ich es, wenn da Wasserpflanzen drin sind. Aber nur als Deko oder so. Niemals als Behausung für Fische. Mm-mm. Das hat bestimmt einen Grund. Ist das ein Pekinese? Ein kleines Hündchen in ihrer Kapuze. Hallo, Flauschi. Und auch er hat Soundeffekte. Miss Miss ihn sieht. Pass auf. Soll ich die Blue auch mal hinten bei mir reintun? Das funktioniert bestimmt gut. Was mache ich hier überhaupt? Warum bin ich hier? Warum bin ich in einer Kapuze drin?
Warum nehme ich die Leute nicht ernst mit meinen komischen, unrealistischen Geräuschen? Ich habe keine Ahnung. Das kann ich auch leider nicht beantworten. Noch ein Lieblingshaustier. Wenn sein Hund ein Sweatshirt anhat... Nein! 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 Mir geht direkt da die Luft weg. Was soll das denn? Seht ihr das da? Das ist ein Stachelhalsband. Mir geht es nicht darum, dass der Dobermann einen Hoodie hat. Die Blue könnte auch genauso aussehen. Der hat einfach ein Stachelhalsband. Die sind in Deutschland verboten. Würgehalsband. Wenn du das zuschließt, dann... Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ihr elendigen Piepmätze, deren Namen ich hier nicht in gewissen Zügen übermachen kann. Boah, alter Falter. Wie ist das möglich? Also wir diskutieren ja jetzt hier gerade wieder über ein Reaktionsvideo und das soll lustig sein und so weiter. Aber wie ist das möglich, dass YouTube so etwas nicht sperrt? Ich weiß, der sitzt da einfach nur, aber der Hund hat ein Stachelhalsband an. Das soll dazu sein, dass der halt Schmerzen hat, wenn er irgendwie zieht, damit die Leute den da hinkriegen in dieser Position. Mir geht es nicht darum, boah, Dobermann, geschnittene Ohren. Es ist halt in Deutschland verboten. Ich weiß nicht, ob es europaweit verboten ist, die zu kopieren, halt Schwanz abschneiden und Ohren zu begradigen und dann die auch so zu... Aber so ist es doch einfach Bull. Kann da irgendwas nicht stimmen. Miss Smith hat einen Riecher für sowas. Da ist eine kleine Ratte in Melissa. Eine ernste Frage an euch, die auch Ratten vielleicht haben oder Mäuse, weil ich noch nicht so gut daran bin mit denen. Kann man die da drin transportieren? Weil ich sehe auch oft, dass eben halt sehr viele Memes oder eben halt auf Punk bezogen, dass sie ihre Ratten so in Taschen haben und so. Fühlen sie sich für den Transport darin wohl? Ist das in Ordnung? Ich kann das jetzt hier nicht beurteilen. Schreibt's mal bitte. Ne? Also nicht als Dauerbehausung. Es ist ein Rattenbaby. Es ist noch so klein. Es ist noch so, winzig. Aber es macht wieder Geräusche, dass ich es nicht mag. Ah! Wir bringen die einfach alle Viecher einfach mit da rein. Egal was. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Boah, erst ist Megan schwanger. Dann hat sie einen Gips. Megan, was ist los mit dir? Bist du die Chantal der Klasse? Pushy! Pushy! Okasan, hast du Pushy gesehen? Nein, Japan. Oh, die Katze scheint das aber zu mögen, da so. Also da jetzt nicht, aber meiner mag das auch. Also. Oh nein, da sind bestimmt jetzt Spinnen drin oder Kakerlaken oder irgendwie was anderes. Nee. Der Inhalt sieht gleich aus. Nee. Außer dass Melissa eine Lunchbox mit doppeltem Boden hat. Oh, das ist eine. Die killen mich jedes Mal! Stecken wir einfach in jede erdenkliche Ritze und im Schlitz und jeder Verpackung ein Tier rein. Das funktioniert. Und diese Videos haben ja auch die meisten Aufrufe. Es ist einfach krank, krank, krank. Wie kann das Geheimnis enthüllen? Martin ist voll der Styler. Was hat der immer da an, ey? Lecco mio. Das riesige Buch, ein Weißbauchigel. Die sind so süß. Oh, ich hätte Platz. In Mexiko gibt es die übrigens an jeder Ecke, kann man die kaufen. Und da sind die auch günstiger wie hier. Also da zahlst du nur so 20, 30, 40, 50 Euro, je nachdem. Und da habe ich ein ganz kleines Baby gesehen, wo ich weiß, finde ich immer so süß. Aber natürlich ist das da auch natürlich wieder einfach absolute gequillte Sahne mit noch was anderem drauf. Ne? Ich weiß nicht, wo es ist. Na, mein Kleiner, ich bin's. Aber Martin ist nicht begeistert. Ich kann ihn gar nicht streicheln. Vor allem sind die ja nachtaktiv, ne? Das will ich auch. Ist auch wieder so eine blöde... Aber was soll ich da überhaupt sagen? Diese ganze ist alles doof. Das ganze Video, was hat das für einen Sinn? Es hat nur einen Sinn, dass wir uns darüber hier aufregen, dass es halt nicht so gut ist und dass es vor allem einfach so viel Geld macht und die Tiere einfach nur benutzt und die danach wieder wegwirft. Weil, ne, es ist ja immer so. Es ist einfach, es geht alles immer nur über Money, Money, Money. Alles in den A-Punkt geblasen und dann raus damit wie gequillte S-Punkt. Wie fandet ihr unsere süßen Haustiere? Natürlich würden wir nie Haustiere in echt mitnehmen. Welches ist euer Lieblingstier? Wir sind gespannt. Jetzt haben sie wenigstens gegen Ende gesagt, ja, wir würden nie Haustiere in echt mitnehmen. Das würden wir nie machen. Super, dass ihr das nie machen würdet. Wirklich super toll. Aber zeigt das doch trotzdem nicht. Ich verstehe das nicht.
Das kann jeder so meinen, wir will, ja, die machen das doch nur damit. Ja, klar, aber die machen so viel Knete damit. Die machen das weltweit in anderen Sprachen. Die benutzen die Tiere dafür nur. Es sollte eben halt einen YouTube-Filter für sowas geben. Ne? Es gucken sich junge Leute an, die dann weitgehend vielleicht auch mit ihren Tieren so umgehen. Es ist halt einfach so. Und deswegen regen wir uns hier auf den Kanal über solche Videos auf, weil sie einfach wunderbar katastrophal mehr sind. Und vor allem, weil einfach mein Gehirn verblödet, wenn ich mir sowas angucke. Aber naja, von TromTrom gibt es auch noch weitere spannende Titel, die man sich hier angucken kann, die ihr hier auf meinem Kanal angucken könnt, wie ich darauf reagiere. Und ja, weitere Sachen habe ich dazu nichts zu sagen, weil ich kann dazu nichts mehr sagen, weil ich einfach so darüber genervt bin. Oh mein Gott, es gibt auch noch 18 Wege, Haustiere ins Kino mitzunehmen. Oh mein Gott. Naja, ehe ich noch mehr daran verblöde, hoffe ich, dass die Kommentarfunktion hier funktioniert. Danke fürs Einschalten. Ihr habt mich auch auf TikTok markiert, wo ich reagieren soll, aber es sind zum Teil so wenige Clips, ich kann daraus noch kein ganzes Video formen. Am besten ist, es gibt auch so TikTok-Complimations oder so weiter, so Zusammenfassungen. Die könnt ihr mir hier verlinken, dann werde ich mehrere hintereinander machen. Das finden auch, glaube ich, wir alle besser, wenn es dann über 10 Minuten geht oder mindestens länger ist, also 3-4 Minuten. Däumchen wären Träumchen, Playlist unten, wo ich dann eben halt zu den Videos reagiere, ist verlinkt. Und ja, immer Donnerstag gibt es was, worauf ich reagiere. Hoffentlich auch mal Content vielleicht, der okay ist. Also dann, tschüss!